Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei Tante. Ob das wohl schmeckt, das und noch viel mehr, gibt's gleich hier bei uns. Bis gleich. Die USA kommen nicht zur Ruhe. Nach einem tödlichen Schuss einer Polizistin auf einen jungen Afroamerikaner weiten sich die Proteste gegen Polizeigewalt aus. Ja, und es gibt neue Vorfälle, die sie zusätzlich anfachen. Apropos Schwarz. Was wäre ein Leben ohne Kaffee? Schöner Übergang. Ja, super, ich habe alles reingelegt. Ja, im Durchschnitt trinken wir Deutsche nämlich 2 Tassen pro Tag. Damit ist Kaffee sogar beliebter als Bier. Ja, momentan werden in den sozialen Netzwerken neue Kaffeekreationen gehypt, was nämlich Bananen und Blaubeeren im Kaffee zu suchen haben. Das haben wir mal ausprobiert. Tja, auf jeden Fall. Bei uns geht es jetzt weiter mit ihr hier. Sie ist jung, sie ist schön und sie hat jahrelang die New Yorker High Society an der Nase rumgeführt. Die 30-jährige Anna Delvey, auch bekannt als Anna Sorokin, hat Freunden, Bekannten, Banken, Restaurants, Hotels das Geld nur so aus der Tasche gezogen. Ja, und dabei geht es um mehrere $100.000. Wie hat sie das schaffen können? Und vor allen Dingen, wie steht sie heute zu ihren Verbrechen? Hier kommt der 2. Teil unserer True-Crime-Serie The Dark Side. Spannend. Faszinierend und irgendwie traurig zugleich. Ja. Nun denn, wir kommen jetzt zu einer Frage, die vielleicht du beantworten könntest. Denn welche Sammelleidenschaften haben wohl angehende Topmodels? Oh, Daniel, was willst du trinken? Ich kann dir schon mal so viel verraten. Designerklamotten sind es nicht. Es sind auch keine Taschen. Schuhe? Nee, High Heels auch nicht. Aber Fußbekleidung ist gar nicht mal so falsch. Tja, wir machen mit den Promis weiter. Und zwar hat ein Hollywood-Star eine Arztpraxis im Rollstuhl verlassen. Und wir fragen uns alle, müssen wir uns Sorgen machen? Alle Infos dazu und was noch so passiert ist bei den Promis, gibt's jetzt im TAF Klatsch. Ja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir nämlich gleich für Sie. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Gewinnspiel. Und zwar haben Sie diese Woche die Chance auf 10.000 Euro per Blitzüberweisung. Und zusätzlich kann ein Gewinner oder eine Gewinnerin rufen. Die Nummer ist die 01379446000. Nennen Sie das Kennwort TAF oder schicken Sie eine SMS mit TAF an 3x4, 3x1. Wir drücken die Nägel. Genau. Da sind wir wieder zurück bei TAF mit einem Typen, der für ein kleines bisschen Fame und Aufmerksamkeit wirklich zu weit geht. Er hat den Po von Kim Kardashian geküsst, Gigi Hadid hat ihm ordentlich eine mitgegeben und Brad Pitt hat ihn sogar verklagt. Ja, der Mann, von dem wir reden, der heißt Vitali Sedyuk. Er wurde bereits verhaftet, er wurde geschlagen, er wurde gefeuert, er wurde vor Gericht gestellt. Trotzdem macht er weiter. Warum? Wir haben ihn in Paris getroffen. Ja, ganz anderes Thema. Seit dem Lockdown bestellt fast jeder im Netz. Allein in Deutschland ist der Onlinehandel um fast 17% angestiegen. Ja, wenn das Geshoppte aber zu Hause ankommt, ist es oft ganz anders, als man es erwartet hat und auch nicht so, wie es in der Beschreibung stand. Wir haben nämlich jetzt die kuriosesten Online-Shopping-Fails. Ja, bei uns gibt es jetzt auf jeden Fall keine bösen Überraschungen. In unserem Gewinnspiel haben Sie nämlich die Chance auf 10.000 Euro per Blitzüberweisung. Außerdem kann sich ein Gewinner... Jetzt anrufen unter der 01379446000. Nennen Sie das Kennwort TAF oder schicken Sie eine SMS mit TAF an 3x4, 3x1. Viel Glück. Bis gleich. Es geht jetzt wirklich nochmal um alles. Es geht um den Einzug in die Top 10. Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Heute 20.15 Uhr. Pro7. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München mit einem Spiel. Und zwar verschenken wir 5 verschiedene Produkte im Supermarkt an Sie. Tja, und alles, was man... Oder was aber schnell. Also, wenn man beim Thema, alles, was man tun muss, ist eine Frage beantworten. Und dann muss man schnell sein. Na endlich, hat es mal jemand geschafft. Das macht mich sauer. Herr Königsmann, hör mal zu, Mann. Ich finde, Herr Königsmann, man muss die Sekunden ein bisschen verlängern. Ich finde, 5 Sekunden ist viel zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss so lange überlegen und du gehst so durchs Regal. Was will ich denn mit 6-mal Ketchup? Oder mit 18-mal Käse? Was soll ich denn damit? Ja, essen. Ach, komm, hör mal auf. Also, wir sehen uns morgen wieder. Alter, Frische. Schönen Feierabend. Mann, Herr Königsmann. Du kannst doch verschiedene Käsesorten nehmen. Ach, komm, hör mal auf.